Wir jetzt mal einer Kill, ja, das ist echt verwirrend. So, konnten wir nicht irgendwie laufen? Ach ja, wir können laufen, genau. Das verwende ich viel zu selten, aber das Spiel ist auch gar nicht da zum Laufen, Leute. Es ist da, oh, wo ist der Knopf? Da ist der Knopf. Um es zu genießen, ja, langsam durch das Spiel gehen, sich alles anschauen. Nicht durchrushen, sondern genießen. Ich bin jetzt echt gespannt, wo wir jetzt hinkommen. In ein anderes Stockwerk. Wer hätte das gedacht? Was ist das? Achso, das ist die Lösung, wo sie da rausgeholt hat, ne? Ja, das ist einleuchten. Was haben wir da? Da schläft sie normalerweise. Sie sagt, oh, das sind die Beobachtungszimmer. Ach du Scheiße. Alles klar, dann gehen wir mal hin. Alter, wie die gesichert ist. Abnormal. So, wir haben übrigens irgendwie... Ja, wir haben keine Waffe mehr. Okay. Was haben wir hier Schönes? Es ist sie. Aha. Ach, wir sind hinter einem Spiegel wahrscheinlich. So ein... Wo es nicht sieht, dass wir da sind. Völlig spannend, oder? Im Umkleideraum. Okay. Oh Gott, ich muss schon wieder niesen, Leute. Immer muss ich niesen. Okay, gerade noch mal die Nisa nicht genommen. Also, ihr wisst, was ich meine. So, schauen wir mal, was wir jetzt sehen. Oh, Kunstraum. Also, ich glaube, sie mag irgendwie Paris. Überall sind Bilder vom Eiffelturm. Und sie fasziniert zumindest der Eiffelturm. Da oben haben wir auch. Was hat sie da? Oh, was ist. Der Fuck. Was macht die da? Wo ist das Bild hin? Und die Scheibe ist zerbrochen. Was immer das war. Es hat nichts mit meinem Job hier zu tun. Und es war mehr wie eine Illusion, weil sonst wäre ja nicht die Scheibe und was ist zerbrochen. Und noch eins, Leute. Da waren Bilder von einem schwarzen Vogel. Ganz groß. Aber ich glaube, den werden wir noch kennenlernen. Da lang müssen wir, okay. Ich mich gefragt, haben wir eigentlich eine Taschenlampe dabei gehabt oder hatten wir eine? Hm. Glaub nicht. So, weil es gerade ein bisschen dunkel war, dachte ich mir. Dieser Job wird immer mieser. Echt? Ich finde den Job gerade immer interessanter. Was macht dieses Mädchen so anders? Ich vermute, es hat weniger damit zu tun, was sie ist, als damit, was sie nicht ist. Ein kleiner Teil von ihr bleibt dort, wo sie herkam. Es scheint, das Universum mag keine Vermischungen. Was soll das denn jetzt bitte bedeuten? Ein kleiner Teil bleibt... Ach, egal. ich glaube, jetzt kommen wir endlich zu ihr, oder? Na, wo ist sie denn jetzt? Schauen wir mal. Bibliothek. Ah. Haben wir doch gerade gesehen, Leute. Ach, jetzt öffnen wir sie manuell. Das heißt, jetzt kommen wir tatsächlich zu Elisabeth. Wow, oder wir gehen nach draußen. Heilige Scheiße. Okay, ich schaff das. Ach, das ist die Statue? Ach, das ist die Statue. Sehr cool. Die wir gesehen haben. Und die ist wie die Freiheitsstatue aus Kupfer. Ich hoffe zumindest, dass die aus Kupfer war. Ich dachte schon, die Freiheitsstatue war, glaube ich, aus Kupfer. So, wo geht's da hin? Okay. Ich bin ja ganz gut. Ah, nein! Oh. Hallo. Nein! Verdammt, da zuck ich jetzt zusammen. Willst du wohl auf?
Fan. Hörst du jetzt auf? Ich tu dir das nicht. Wer sind Sie? Mein Name ist DeWitt. Ich bin ein Freund. Ich soll dich hier rausholen. Gehen Sie weg! Ein energiereiches Mädchen. Sind Sie echt? Ziemlich echt sogar. Kommt. Sie müssen gehen. Warum? Er darf Sie auf keinen Fall hier sehen. Wer? Einen Moment noch, ich zieh mich gerade an. Ich kann dich hier rausbringen. Man kommt hier nicht raus, glauben Sie mir. Ich hab's versucht. Jetzt warte doch, es reicht. Wie wär's damit? Was ist das? Damit kommen wir hier raus, nicht wahr? Was? Was soll... Geben Sie das her. Die ist ja cool. Ist das der Vogel oder was? Von dem wir die Bilder gesehen haben? Alter. Ist ja richtig nervig. Schnauze. So, hast du... So kommen wir raus. Ja. Wir gehen mal lieber raus. Kommen Sie hier lang. Wow, was war das denn jetzt? Ja, gehen wir mal lieber raus. Das wird sich zeigen. Alter Scheiße. Wart auf mich. Könnte laufen. Halt, stopp. Was ist los? Ach, jetzt hat. Wer sind Sie? Was wollen Sie hier? Boah, passt doch auf, Mädchen. Das bricht alles ein. Es ist dunkel. Da bist du. Wart doch auf mich. Und dieser dämliche, ich gehe jetzt mal davon aus, dass es dieser Vogel. Boah, Alter, das tut in den Ohren weh. Und ich glaube nicht, dass ich gerade Alter gesagt habe, aber egal. Okay, wir haben unsere Waffe wieder. Was ist das? Rück den Knopf! Was ist denn hier los? Sie haben mich beobachtet? Ganze Zeit? Warum? Warum hat man mich hier reingesteckt? Was bin ich? Was bin ich? Was weiß ich? Du bist das Mädchen, das aus diesem Turm hier rauskommt. Boah! What the fuck? Boah! Glaub nicht, dass das was hilft, wenn ich das. Was ist das hier? Egal, das, genau, folgt mir mal ganz unauffällig. Wir müssen weiter. Ach was. Echt jetzt? Vorsichtig, Elisabeth. Woher kennen Sie meinen Namen? Nicht jetzt. Hier oben ist eine Tür. Wie bist du darauf gekommen? Das hab ich gleich gesehen, muss an mir vorbeigelaufen sein. Einfach weg, das wäre doch mal eine Idee. Ah, ich bleib hängen, doch der Scheiße. Warte doch! Halt die Schwede. Ich würde gerne noch schneller laufen, aber ich kann das nicht. So, wie kommen wir jetzt hier raus? Oh. So, das kriegen wir hin. Oh. Okay. Alter Schwede, wo ist der? Was ist denn Teufel? Ich glaube, ich kann da auch gerade gar nicht steuern. Also nicht umzusehen. Ich sehe nicht viel. Leute, ich sehe echt nicht viel. Außer dass die Statue jetzt haben recht. Das dürfte die Leute gar nicht gefallen, die hier wohnen. Wow. Ja, sicherlich eine. Alter. Ja, die Tür ist schon echt groß. Oh, schade, die Armen waren. Oh nein, die Lieder, nein! Was sind wir jetzt? Warte mal. Hi Vogel. Lieber Vogel. Was? Zum Gott. Ciao Vogel. Achso, wir sind schon... Mr. DeWitt! Scheiße, nicht schon wieder.
bringen Sie uns das Mädchen und tilgen Sie die Schuld. Sind Sie da drin, DeWitt? Was wollt ihr von ihr? Eine Aufwachung! Sagt mir, was ihr von ihr wollt. Öffnen Sie diese Tür. Sofort. Wollt ihr ihr was antun? Sagt, was ihr vorhat. Oh. Anna. Anna? Ich sollte dem Mädchen alles sagen, was es hören will, solange sie nur mitkommt. Alles klar. Wir sagen ihr alles, was sie hören will. Übrigens ist euch aufgefallen, dass ihr ein Finger fehlt? Wieso? Wo bleibt die Mund-zu-Mund-Beatmung? Oh. Anna. Anna. Wer ist Anna? Ich bin's. Elizabeth. Alles in Ordnung? Wo bin ich? Wieder unter den Lebenden. Hier, Moment. Es geht schon. Sie wären fast ertrunken, ja, Sie. Man's. Ich sagte, es geht schon. Ich brauche nur einen Moment. Hören Sie das? Das ist Musik. Geh nur, ich muss nur... Okay, ich bleib nicht lang. Ich bleib nicht lang, Mr. DeWitt. What the fuck? Wir waren doch gerade in Columbia. Die fliegende Stadt sind runtergefallen und ins Wasser. Wo sind wir jetzt wieder? In Columbia, oder? Columbia hat sein eigenes Wassersystem? Also eigenen Strand? Wo ist sie? Okay, cool. Muss ich jetzt nicht hinterfragen, oder? So, Elisabeth, wo bist du hin? Oh, sorry. Hey, halt! Ich suche eine junge Frau. Weiße Bluse, blauer Rock, braune Haare. Blaue Augen? Habt ihr eine junge Frau gesehen? Blauer Rock, dunkles Haar? Hey, die ignorieren mich. Ein Luftschiff. Damit könnten wir hier wegkommen. Sicherlich. Wow. Was zum... Bisschen Wind nur. Die Zeiten ändern sich. Die Leute wissen nicht mehr, wo sie hingehören. Wem sagst du das? Mich hat ein Orientale angehalten und nach der Uhrzeit gefragt. Einfach so. Es gehört verboten. Ist es, glaube ich. Was? Nach der Uhrzeit zu fragen? Ich bin nicht ganz mitgekommen, aber es klingt jetzt gerade sehr skurril. Egal. Wo kommt die Musik her? Ach, da. Da wird doch Elisabeth, denke ich mal, sein. Ja, da tanzt die. Ha. Hey, Kleine. Ein sehr lebendiges Mädchen. Muss ich wiederholen. Hey, Kleine. Kleine. Elizabeth. Hallo. Oh, das ist wundervoll. Tanzen Sie mit mir, Mr. DeWitt. Ich tanze nicht. Los, komm jetzt. So. Wieso? Was könnte schöner sein als das? Naja. Wie wär's mit Paris? Paris? Wie? Ich verstehe nicht. Wie kommen wir dorthin? Naja, dieses Luftschiff fliegt dorthin. Aber wenn du lieber weiter tanzt. Nein, gehen wir. Kommen Sie. Los. Jetzt auf der Stelle. Ja, das ist wirklich möglich. Bring Elizabeth the First Lady. Ich bin frei. Kaum zu glauben, aber wahr. Ja, ja. Oh, riechen Sie das? Diesen Geruch kenne ich nicht. Sie vielleicht? Verdammt. Die Strände, die ich kenne, riechen für gewöhnlich anders. Ich frage mich, nach was es hier riecht.